2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft WG. Heute mit der Ria. Hallo. Der Shizuka. Hi. Dem Dudelin. Hallo. Und dem Rathamoon. Einen wunderschönen guten Hi. Tag. Hi. Wie geht's euch? Hallo. Hi. 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 Hello and welcome back to another ASMR-Video. Was für ein Dings? Ist egal. Kennst du nicht ASMR? Das klingt wieder nach Zeug, das muss mich eh nicht. Richtig. Das sind, wie soll man sagen, wenn es so richtig leise ist, das Mikro ist so richtig laut gestellt, dann nehmen die Leute ihr Messer und kratzen das an ihrem Bart und das kann voll krass entspannend sein und so. Oder die reden dann und dann mal rechts, mal links und dann schmatzen die und dann soll das irgendwie. Really? Ja, für die meisten ist das entspannt. ASMR ist seltsam. Also, es hören sich die Leute an, was ich ziemlich komisch finde. Ja, finde ich auch. Boah, das ist so strange. Wie kann man sich sowas antun? Damn, jetzt steht schon mein Thema für die Bachelorarbeit fest. Warum habe ich nicht ASMR gemacht? Was passiert im Gehirn bei den Leuten, die ASMR hören? Schreibt's in die Kommentare, Leute. Hört ihr ASMR? Ich hab gehört, Pain tut das. Nee. Ich höre, wenn nur Anime-Musik. Anime? Hey, ich hab jetzt 9 angefangen, ja. Nice. Nämlich? Spice and Wolf. Die soll wohl schon richtig alt sein. Aber gut sein. Deswegen nie gehört. Ich hatte mir, als ich den Code tatsächlich von Will Battle geschrieben habe, habe ich mir eine Anime-Musik-Playlist gemacht und dann kam das Opening davon. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir das Opening angeschaut habe, habe dann geschaut, welcher Anime ist das und habe den Anime angefangen. Passiert. Ja, das, Ja. Auch schon wow, Rubberbanding. Yep. Ah, ich dachte schon, ich bin hier. Nee. Habt ihr gehört, ApoRed wird verurteilt, ne? Wer? Weil? ApoRed. Wegen seinem Bombenprank damals. Zu Recht. Ja. Ich fand das. Gleich inhaftieren und erst in 15 Jahren wieder rauslassen. Ich hatte das live, als ich heute Morgen aufgestanden bin, sag ich so auf Twitter, hier jetzt Tomek-Redaktion live dabei in der Gerichtsverhandlung. Ach, das war der, das Twitter-Ding habe ich gesehen. Ah, okay. Ja, yeah. Also ich muss sagen, die Aktion halt, dass sie zuerst ein Falschurteil gepostet haben, das war ziemlich uncool. Das war, also da haben sie, ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen und fand das super, wie die das gemacht haben, aber dann das falsche Urteil zu posten, was wirklich enorm zu dem jetzigen Urteil sich unterscheidet, das fand ich schon sehr, wie soll ich sagen? Unfähig? Es wirkte so, als ob der eine Falschmeldung, die so halt krass ist, rausgebracht hat, nur um Reichweite zu generieren. Das kann schon sein. Also so kam es mir halt rüber und das fand ich halt, also da haben sie schon. Ist das nicht der Typ, der bei der Welt arbeitet? Nein. Oder? Soweit ich weiß, arbeitet er auf Bayer Welt als Redakteur. Dieser Tomek da. Bei der Welt? Mhm. Und dann würde mich das nicht wundern. Moment, Welt sagt mir was. Das ist eine Zeitschrift. Zeitung. Das ist eine Zeitung. Ich weiß, ja. Aber in einem anderen Zusammenhang. Moment. Ich tue mich mit Schüssel und ich will jetzt aus. Hier nichts. Ist das, was ich denke? Was denn? Was die Welt macht? Unterstützen? Genau, ich kenne die Welt nicht. Ich auch nicht. Okay, mach ich nach der Aufnahme. Ich will sowas nicht in den Raum schmeißen und dann stimmt das nicht. Ist das besser so? Ja. Sonst, ich brauche so einen Taubmuffler. Ich möchte keine Falschmeldungen rausbringen wie der Zombie, ja?
Das ist nämlich so eine Volkskrankheit mittlerweile. Erst Beste, dann reden und dann sagen, das ist so, und am Ende ist es einfach nur Quatsch. Vor allem dann. Wieso, ja, ich hab du genug jetzt nicht, aber. In unseren Medien ist das heutzutage doch. Ich brauche 11 und ich habe 120. Ja, aber das Mief, auch wenn es alltäglich ist, gerade. Aber da steht noch irgendwas Power Drain. Müssen wir nicht auch so sein. Ja, nee, wir müssen nicht so sagen. Das heißt, der Power Drain braucht ja noch irgendwas anderes? Ja, wenn keiner so ist, aber naja, wir leben halt in so einer Gesellschaft. Keine Ahnung. Nervt mich schon nie. Also immer. Oh, unter mir ist jemand. Power Drain. Quelle überprüfen. Yo. Ist die Quelle legit? Ist es eine Primär- oder Sekundär-? Okay, ich weiß nicht. Zeit reinreichen. Eine Frage an unsere Bibliothekarin. Hast du ein extra natürliches 2-Manual? Ich glaube nicht fertig. Ich guck mal schnell. Ansonsten mache ich eins, wenn ich. Hi! Mache ich dir gleich eins. Hi! Muss eine Ebene hier ein paar Blöcke loswerden. Stimmt. Wie hoch viel Obsidian gab's? Stimmt. Gut, Alter. Ich hatte einen Traum. He had a dream. Nein, ich hatte, als ich duschen war, ja, mein Ort der Inspiration. Halt, stopp. Nee, möchten wir das hören? Die Dusche ist der Ort, wo ich meine Ideen habe. Oh, scheiße, deswegen habe ich von die Items nicht transportiert. Meine Kiste ist komplett voll. Ja, das kenne ich. Du hast ein viel größeres Problem, dein Strom reicht nicht aus. Ach, ich habe noch Sekunde. Sieht daran, dass er wahrscheinlich sein Ding an das gleiche Strom angeschlossen hat und der einfach jeden Strom verbraucht. Du brauchst extra Utilities, hast du gesagt? Yes. Ja. Ah, oh Moment. Gold, Obsidian und ein Bug. Warum bekomme ich keinen Strom? Weil deine Photovoltaikzellen scheiße sind. Das Obsidian habe ich dir das letzte Mal, das was ich übrig hatte, gegeben. Hab ich mir fast gedacht. Achso. Wie hieß nochmal? The Grave Raper oder sowas? The Reaper. Ah, okay. Stockwerk 5. Zack. Hallo. Gib mir Lava. So, Biblio. Zack. Ich glaube, hier muss einfach Yellow Light rein, ne? In den Reaktor, oder? Warte, ich crafte dir eben Obsidian. Live in mein Inventar. Live in mein Inventar. In den Yellow Writer. Oh, Moment. Ich mach einfach das kaputt. Dann funktioniert das. Fuck. Danke. Bitte. So, auf dich ist das. So, extra Utilities. Was ist denn hier? Grid Power, Solarpanel, bla bla. Watermill brauchen wir nicht. Resonator interessiert mich nicht. Sun Destruction. Was wollte ich denn überhaupt? Was mache ich denn gerade? Hier, Note, ne? Irgendwas mit Note. Ich hatte ein Buch nur in einem anderen Regal. Ups. Sehr gut. Seite 62. Ich bin schon bei Seite 30. Man muss nur ein bisschen klicken, bis man bei 62 rauskommt. Ja. Ganze Notes. Ich mache eben eine Kiste, wo ich die ganzen Bücher dann rein tue, wo nur solche Bücher drin sind. Damit wir das künftig schneller finden. The transfer note is connected to an appropriate tile. It will extract the contents of the items or fluids and begin searching using transfer pipes. For ja. Wo ist der Unterschied zwischen einer Sackmill und einem Crusher? Sägt die Sackmill nicht mehr? Also zersägen, so sägemillmäßig? Gleich kann die einfach nur in die Kiste nicht reinkriegen, dann muss ich eine normale Kiste anschließen. Teilweise unterscheidet es sich in den im Output, also in der Menge, beziehungsweise in der. Ja, wie gesagt, da ist jetzt ein Regal, wo dann immer Bücher drin sind. Was ist ein besser, Crusher oder Sackmill? Unterschiedlich, glaube ich, ja. Ja, das ist. Ich denke, das hängt davon ab, was du haben willst. Unterschiedlich. Wenn ich einfach nur Ressourcen haben will, so alles, was man haben könnte, ist besser Sackmill, ne? Alles, was man haben könnte. Ich nehme euch an den Gierigen. Ich will nicht viel, ich will nur alles. Nee, der Streuungsfaktor ist bei Sackmill höher, oder? You know what I mean? Nein, okay. Oh, ich habe meine Lavaquelle kaputt gemacht. Really? Ja. Ich habe jetzt Obsidian.
Ja, aber es klappt ja nicht so. Wieso klappt das denn nicht? Das muss beides, glaube ich, fließen, oder? Das war doch das. Ja, hatte ich ja, glaube ich, gerade. Geh nochmal rum, mal neues Lava. Wo war Lava? Im dritten? Ne, im fünften Stock. Ne, fünften Stock. Fünften Stock. Fünften Stock, Lava. So, meiner. Können wir schlafen? Nein. Okay. Doch, können wir gleich machen. Also ich nicht, ich habe keinen Platz, um irgendwie zu schlafen, aber ihr könnt gerne schlafen, wenn ihr wollt. Habe ich mein Säckchen dabei? Ich leg mich zu den Kühen. Geh weg aus, geh aus meinem Gesicht! Geh, schlaft schnell! Mief, du wolltest doch... Ja, wollte gerade sagen, ne? Ja, was denn? Was denn? Du wolltest das unbedingt doch... schlafen, warst dann am ja, langsamsten. Ja, es gab einen kleinen Serverruck, Leute, das lag nicht an mir. Ja. Ja, klar. So true. Der Server ist schuld. So, wie ist immer der Server schuld. Ups. Kann sich einer noch an das Experiment letzte Woche erinnern? Was ging schneller? Hopper oder Item Conduit? Item Conduit. Machen wir den Test nochmal. So. Item Conduit. Hopper sind ultra langsam. Zumindest die Vanilla Hopper. Okay, so, das heißt, wenn ich... Ah, okay, danke. Ich glaube, das schnellste waren die Advanced ESDs vom LPAC. Also Actual Edition. Also die sind ultra schnell. Also ich habe eine Sackmill. Ne, zuerst hau ich die ganze Kacke in eine Sackmill. So. Das kommt hier rein. So. Es sei denn, die wurden auch wieder gebufft. So. Insert. Genau. Mit der Priority. Ach, egal. So. Ich versteh's nicht. Wieso? Komm her und helf mir. Nein, Tag. So ein bisschen Licht. Komm auf die helle Seite der Macht. Wir haben Kekse. Ich sehe den Fehler. Oh, ich bin so blöd. Kekse sind gut, habe ich gehört. Nämlich? Meine Zuschauer haben wahrscheinlich schon seit 5 Runden schreien sie in die Dings. Die schreien quasi. Raza, bist du bescheuert? Was hast du gemacht? Also ein typischer Raza. Aber so ein typischer Raza. Also alter Falter. What did you do? Nur Mist habe ich gemacht, ich sag's ja, euch. Ja, dann ja. Zeig's uns mal. Nein, lieber nicht. Na komm. Ich fix das jetzt schnell. Dein Zuschauer. Meine Zuschauer wissen das alles schon. In welchem Stockwerk bist du? Im 7. Stockwerk. Oh, come on. Willst du uns jetzt echt die Arbeit antun, dass wir dann die Folge extra raussuchen, nur um zu sehen, was du für einen Blödsinn gemacht hast? Aber sowas von. Und vergiss den Like nicht. Ja, richtig. Und bei der Gelegenheit einfach schon mal liken. Bist du schon fertig mit dem Reparieren, oder was? Nö, ich habe ja hier nichts kaputt gemacht. Ich war ja woanders. Ich bin nur gerade hier und craft was. Aha. Wie er mich getrollt hatte. Ja, ne? So ist er, der Rosa. Ja, unfähig bis zum letzten. Hat immer noch zufällig Item-Conduit? Ernsthaft, ich hab so einen Scheiß. Klappt's immer noch nicht? Nein, ich brauch eine Oak-Chest gerade. Wie kann ich denn aus einer Birkenchest eine Oak-Chest machen? Gar nicht, ne? Gar nicht. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus?
Ja, wie willst du das machen? Weißt du schon wieder. Kann ich. Hier, irgendeine scheiß Maschine wird schon dafür geben. Muss ich jetzt echt einen Baum fällen oder was? Kacke hier! Oh mein Gott, der muss einen Baum fällen! Hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. War das auch mit meinem Assemblerstab natürlich. Hallo. So. Wie war das mal mit der Kiste? Wie geht die nochmal zu craften? Sag ich dir was? Nicht. Du verrätst uns ja auch nix. Wenn es gleich geht, sag ich euch, was ich falsch gemacht habe. Aber der Hinweis im Chat dürfte euch schon helfen. Ach, du hattest keine? Wow! Also so würde ich das nicht sagen. Ja, Eventuell habe ich die ganze Zeit bei Notes geguckt und habe dann doch die Liquiden gebaut, anstatt die anderen. Wow. Du warst also zu liquide. Ja, ich habe die ganze Zeit geguckt, was ich brauche zum Craften, und dann habe ich dann hinter am Ende doch auf das Falsche geklickt. So, aber jetzt stellen die trotzdem nichts her. So, jetzt bin ich trotzdem nicht schlauer. Vielleicht dauert es einen Moment? Nein. Muss das über der Flüssigkeit? Nee, es muss über den Cobblestone sein, ne? Über Cobblestone, ja. Und okay, dann, das World Interaction Upgrade ist Pflicht. Ah, das Mining Upgrade. Ja, einfach unten rein, hab ich ja drin da. Okay. Also ich hab zwar was falsch gemacht, jetzt hab ich's richtig gemacht, aber es geht trotzdem nicht. Sicher, dass du es schon... Boah, scheiße, richtig hast? Ja, kannst du gucken, komm. Weil ich es jetzt so oft gebaut habe bis jetzt. In welchem Stock? Bei meiner unten. Ach, bei meiner unten. Hä? Was denn? Da bist du. So müssen die bei der Variante sich nicht berühren, oder wie? Was denn nicht berühren? Ja, das ist aber... Lass doch den Kabelzaun unten stehen. Ne? Ach so, jetzt. Was ich einmal abgebaut habe jetzt. Aber die machen es nichts, warum nicht? Bei mir steht da Grid Power 0 von 64 dran. Ja, weil du kein 0 hast, weil du nichts hast. Ach so, aber bei dir ist voll, oder? Ich brauche 11 von 127, also ich brauche 11, ich habe 127 übrig. Okay. Aber da steht auch noch was vom Power Drain. Steht das bei dir auch? Wo, da unten direkt? Ja. Warte. Da steht nur Grid Power da. Echt? Mir steht noch Power Drain drunter. Ja, wahrscheinlich, weil es halt deins ist. Vielleicht. Upgrade Mining, Upgrade Stack, Upgrade Speed. Und da oben muss da was rein in das leere Kästchen? Itemfilter? Nee, da kommt nochmal das bei raus, das ist der Ausgang. Okay, und der Itemfilter? Da kannst du filtern, ne? Will ich ja auch nicht. Ich will einfach alles haben. Ja, da kommt ja eh nur eine Sache raus. Oh, komm, ich kann einen Kabelzahn reintun, bitteschön. Ja, nee, muss ich einen Itemfilter craften. Ich kann da einen Kabelzahn reintun, guck mal. Achso, der ist jetzt nach oben gesaugt worden. Ja, links ist der Itemfilter, nicht oben. Ja, ich habe aber keinen Itemfilter jetzt. Ich will auch keinen Itemfilter craften. Muss ja so gehen. Mief! Ja? Weißt du was doch auch? Komm her und helf mir. Ja, warte, ich guck mal, ob ich dir irgendwie helfen kann. Musst du bei den Koordinaten was einstellen, die da stehen? Koordinaten? Das sind Koordinaten angezeigt, ich weiß es ja auch nicht. 00000 steht da, ja, mir doch egal, weiß ich nicht, warum die da stehen. Shizuka? Spielt die eine Rolle? Also auch nicht, okay. Ach du Scheiße, Transferpfeil, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also so habe ich keinen Power Drain, wenn ich das nur so mache. Aber dann kann ich natürlich nichts machen. So kriege ich einen Power Drain, so zwei, so drei. Aber was ist Power Drain? Power Drain. Power Drain. Hi Mief. Hi. Sind sie nicht mit aus? Gut, dann ist schade. Wir haben übrigens schon 5 Minuten überzogen. Ist ja nichts Neues. Bis
zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.